Kämpfe. Guck mal. Null Siege, null Kämpfe, längste Serie, null Sternstaub verdient, eins. Richtig genial. Guck, letzte Dings hier, 1-1, zack. Das ist auf jeden Fall eine heftige Challenge, Drachenils, die du jetzt bestreitest. Mr. X ist das, oder was hier? Oh, warte, guck, da kommt doch noch was. Empfohlen, es empfiehlt Pokémon, ja. Wenn ich jetzt hier auf WP gehe, was hat denn der da? Nix. Ein Tauros, ein Lapras, ein Kangama. Das ist ja das Gute. Nicht nur, dass ich gar keine Pokémon habe, die nicht an die Liga angepasst sind und die Attacken haben, sondern du siehst ja auch noch, egal was ich wählen würde, was ich wähle. Also was wähle ich? Weiß ich nicht. Wahrscheinlich nix. Was hat der denn? Oh, hier geht's im 500er Bereich ab. Ich habe nur die Auswahl zwischen Registeel sozusagen und normalen Pokémon. Hm. Naja, dann nehmen wir halt einfach die ersten drei, bitteschön. Hier, jetzt hast du Tauros, Lapras und Kangama. Wir spielen Tauros, Lapras und Kangama. Deswegen sage ich ja auch immer bei den Zuschauern oder so, wenn die sagen, können wir mal einen PvP-Stream machen, sage ich auch immer dazu, dass ich das irgendwie doof finde, weil die ja immer genau sehen, was ich hab, ja. Wenn ich da was auswähle. Ach Mann, jetzt wechselt der. Jetzt kann ich nicht mehr wechseln. Lapras. Och, Lapras hat Hydropumpe. Ich würde niemals meinem Lapras Hydropumpe geben. Der hätte nochmal Eisstrahl gegen das Fliegende. Und als Wassermove eigentlich Surfer, ja. Weil das ja auch viel schneller auflädt, aber. Wenn ich gewinne FL, wie gesagt, ich bin nicht Sabrina, mein Code steht öffentlich in der Beschreibung unten. Das heißt, du könntest auch einfach mir eine Anfrage schicken, um in die FL zu kommen. Das würde funktionieren. Finsteraura. Guck mal, was habe ich denn da? Ein Eisenschädel habe ich da. Vielleicht wird erfüllt das sicher auch irgendwann. Jetzt klingt das Ganze nicht so, als wärst du übelst der Typ, der so GBL erfahren ist, sondern halt als möchtest du halt einfach nur irgendwie bei Sabrina oder bei mir irgendwie, oh, da kann ich vielleicht mal und so. Muss ich ja auch mal was raushauen, bevor man ganz weg ist. Ich habe eh nur noch einen Pokémon. Genau. Steigerungshieb. Oh, guck dir das an hier. Zack, der Angriff steigt und die Energie sinkt. Genial, oder? Guck dir das an. Ich bin Kangama. Aber es wäre eine Weltsensation, wenn ich jetzt gewinnen würde. So ohne Vorbereitung, ohne irgendwas und ohne Ahnung vor allem. Meine Steigerungshieb, der macht nicht viel. Okay. Los, Kangama, du schaffst das. Pass auf, wenn ich gewinne, dann kriegst du einen Platz in der Liste. Nicht, wenn du gewinnst. So machen wir das. Was jetzt nicht heißen soll, dass du mich gewinnen lässt, aber weil ich es dann irgendwie lustig fand und du dadurch ja aufgefallen bist. Und deswegen könnte man das ja machen. Schnell stirb! Es wird ja doch noch richtig spannend, hä? Guck dir das mal an, dieses blöde Lepomendas. Wow! Guck dir das an! Mit so einem miserablen Team. Ohne Attacken, ohne irgendwas. Und dann zack! Oh, guck mal, der Account hat sogar einen Silostein bekommen. Nein, Drachen Nils! Ich gebe dir mal einen Tipp. Moment. Hier ist der Trainercode von meinem Hauptaccount, ja? Der kommt gleich vom Nightbot reingeflattert. Mein Trainercode. Du kannst ja meinem Hauptaccount mal eine Anfrage schicken.
Dann sehe ich vielleicht deine Anfrage heute Abend und dann könnte ich dich ja annehmen für die Liste in meinem Hauptaccount, wenn es dir darum ging, vielleicht da reinzukommen. Jetzt habe ich nur deinen Namen vergessen. Wäre schön, wenn du mir deinen Namen nochmal reinschreibst oder ich muss im Stream zurückspulen. Weil wie gesagt, das war nicht mein Main-Account, das war einfach nur ein reiner Raid-Account ohne Freunde. Aber... Dann hat mich nicht gelassen. Ja, na, für der 2 Euro an Adi. Mr. X, okay, Mr. X. Dankeschön, Genaya auch. Wie gesagt, wenn es dir eigentlich darum ging, um einen Platz in der Freundschaftsliste und du so kreativ das jetzt umsetzt, dann hätte und dann gucke ich, wenn ich heute Abend einen Platz freimachen kann, dass ich dich da annehme, okay? Und so hast du zwar mich nicht besiegt, aber für die Idee kriegst du die Chance, dich in meiner Liste erstmal aufzuhalten. So, das war's jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses, eure Paula und nie wieder Starlos, ja. Ich kann's nicht mehr sehen.